bin die Anna, ich studiere Medizin in Würzburg. Hi, ich bin Munai, ich studiere und ich arbeite, ich studiere BWL. Ich bin Simon, ich studiere gerade in Augsburg Sozialwissenschaften. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Euro 20 Plus. Ich freue mich vor allem auf die ganz vielen Workshops, auch zum Thema Nachhaltigkeit und zum Thema Digitalisierung. Ich bin heute hier, weil ich mich spezialisiert habe auf das Themengebiet Green Marketing. Also wie können Unternehmen grüner werden und das auch nach außen kommunizieren. Hatte ich auch einen Workshop zu Fake News, der auch nochmal interessant war. Aber ich bin wirklich der Ansicht, dass gerade die sozialen Netzwerke wirklich so das zentrale kommunikative Schlachtfeld irgendwie unserer Generation sind, wo sich wirklich entscheidet, wie es auch in unserer Gesellschaft vorangeht. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass die Leute halt wirklich erkennen, was für eine große Tragweite das ganze Thema mittlerweile hat. Also das Beste an der Veranstaltung fand ich heute den Workshop mit Frau Gero. Ich bin Gründerin des European Democracy Labs in Berlin. Wir denken über die Institutionen der Europäischen Union nach, über die Möglichkeiten, sie weiterzuentwickeln. Wir stellen uns die Frage, wie eine europäische Demokratie der Zukunft aussehen soll. Wir beschäftigen uns mit der Frage des Begriffes des europäischen Bürgers. Was heißt das eigentlich, Bürger zu sein, Bürgerin zu sein? Die beiden Interviews mit Thilo Jung, einmal mit einem estischen Zentralbanker und gerade Jens Weidmann, fand ich sehr interessant. There were questions, for example, also about the climate issues and how the central banks are or should be dealing with those. This is relevant for young people, not only in Germany, but also in Estonia. We get the same kind of questions. I agree. We, as central banks, we need to get a better grip on what our role is and what we can do. Also ich habe gesagt, wir wollen alle im EZB-Rat Geldpolitik gestalten. Insofern ist die Abwägung, was kann ich auf welcher Position wie beeinflussen. Und zu sagen, die Richtung passt mir vielleicht nicht immer, sollte ja nicht dazu führen, dass man sich zurückzieht, sondern dass man eher sagt, wie kann ich besser einbringen, wie kann ich die Kolleginnen von meiner Meinung überzeugen. Der Thinkathon ist der Abschluss von der Euro 20 Plus Konferenz der Bundesbank. Wir haben uns in Gruppen aufgeteilt und zu bestimmten Themen auf kreative Art und Weise bestimmte Sketche und sowas entwickelt, die wir eben vorgeführt haben. Ganz viele inspirierende Themen, die jetzt angesprochen wurden. Und man hat ganz viele nette Leute kennengelernt. Also ich fand es großartig, nicht nur aus inhaltlicher Perspektive. Also natürlich, man hat viel gelernt. Es waren inhaltlich spannende Vorträge. Es waren wirklich kompetente und spannende Gäste, Speaker, Dozenten. Ich finde die Veranstaltung total super, weil man halt einfach in Kontakt mit so vielen jungen Menschen kommt, die halt einfach engagiert, motiviert und interessiert sind und die halt auch irgendwie die Zukunft mitgestalten wollen. Und das finde ich halt total schön. Also die Atmosphäre ist eigentlich das, was ich an der ganzen Veranstaltung am allerbesten finde.